Zweite Begegnung in der Relegation zwischen Fortuna Köln und Borussia Dortmund statt. Die Brisanz war klar vor dem Spiel. Fortuna Köln hatte es in der Hand, in die erste Liga aufzusteigen. Ja, und Borussia Dortmund, da konnte man sich überhaupt nicht vorstellen, dass die in der nächsten Saison vielleicht Zweitliga sein sollten. Michael Picht und, ich muss jetzt gucken, ich kenne den Namen noch nicht so genau, und Mario Pisano waren gestern im Hexenkessel des Westfalenstadions. Freud und Leid eines Fans zwischen der 89. und 90. Spielminute im Dortmunder Westfalenstadion. Die Nervenschlacht ist zu Ende, das Unmögliche war doch noch möglich geworden. Nach einem 0:2 im Hinspiel war Fortuna Köln schon mit einem Bein in der Bundesliga. Ich stand schon eine Minute vor Schluss die Tränen in den Augen. Nicht Jungs. Aber er hat nicht mitgerechnet. Und der Jürgen, der hat gekämpft die ganze Saison und der hat es verdient. Ja, ja. Alles klar? Und der Jürgen, der da gekämpft hatte, war Dortmunds Mittelstürmer Wegmann. Sein Tor zum 3:1 Sekunden vor Schluss verwandelte das Westfalenstadion in ein Tollhaus. Kann man so eine Enttäuschung wegstecken? Ja, scheiße. 5 Meter, was ja genau war, und dann lässt er 3 Minuten nachspielen und keinen Grund geben. So scheiße. So. Und da sind wir jetzt so 1:45 mitten in der Nacht gelandet und wollten mal einfach sehen, wie feiern denn Dortmunder Fans ohne Mannschaft. Wo haben denn die Dortmunder Fans ihre Mannschaft gelassen? Ja, sicherlich ist das ein ganz, ganz großer Erfolg. Und wir müssen einfach die Borussen unterstützen. Wir sind hier vom Borsigplatz die Leute, die wir auch heimisch sind. Und von daher leben wir mit dem Geschäft, mit der Borussia. Wer trifft sich denn jetzt hier? Heute Abend hier in der Kneipe. Wer hier reingeht, das muss ein Verrückter sein oder ein Wahnsinniger, der auf Schwarz-Gelb steht. Ein Verrückter oder ein Wahnsinniger. Und wichtiger Hinweis an die jüngeren Zuschauer, da war kein